Leo, der Lastwagen. Es ist Frühling. Der Schnee beginnt zu schmelzen. Seht ihr? Es liegt kein Schnee mehr. Oh, auf der Straße ist ein Schlagloch. Ein ziemlich großes. Das ist gar nicht gut. Hallo, Scoop. Achte auf das Schlagloch. Vorsicht! Vorsicht! Oh je! Scoop steckt mit einem seiner Räder im Schlagloch fest. Leo, Scoop kommt da alleine nicht raus. Hilf ihm bitte. Schieben. Gut gemacht. Danke. Scoop kann wieder weiterfahren. Leo, kannst du uns helfen, die Straße zu reparieren? Wir müssen den alten Asphalt entfernen und dann die Straße neu asphaltieren. Wisst ihr, was für ein Fahrzeug Leo heute bauen wird? Er wird eine sogenannte Kaltfräse bauen. Mit ihrer Hilfe können wir den alten Asphalt entfernen. Aber zuerst stellen wir einen Leitkegel auf, damit die anderen Fahrzeuge wissen, dass hier Straßenarbeiten gemacht werden. Lasst uns jetzt die Teile zusammenbauen. Blaues Fahrgestell. Der Motor ist zweifarbig, gelb und orange. Räder. Mit Hilfe der Ketten kann die Kaltfräse auch auf kaputten Straßen fahren. Kabine. Fahrersitz. Eine Fräswalze zum Entfernen des alten Asphalts. Frontscheinwerfer. Und hinten müssen wir ein viereckiges Rohr anbringen, damit die abgefrästen Asphaltstücke nach außen transportiert werden können. Lasst uns das viereckige Rohr suchen gehen. Dieses Rohr passt nicht in das viereckige Loch. Dieses auch nicht. Dieses Rohr hat die richtige Form. Nimm es mit, Leo. Geschafft. Die Kaltfräse ist fertig.
Jetzt können die Straßenarbeiten beginnen. Lasst uns den alten Asphalt entfernen. Prima! Die Asphaltstücke fallen direkt in Leos Ladekasten. Fertig! Schaut mal, Scoop hat neuen Asphalt gebracht. Scoop, schütte den Asphalt aus. Hierhin auch. Und noch hierhin. Gut gemacht. Jetzt ist die Straßenwalze an der Reihe. Die Straßenwalze hat den Asphalt geebnet. Die Straße ist repariert. Jetzt können die Autos wieder auf dieser Straße fahren. Leo, der Lastwagen. Es hat aufgehört zu regnen. Die Sonne scheint wieder. Lifty, der Gabelstapler, bringt Obst zu seinem Verkaufsstand. Bananen, Orangen, Trauben. Lifty, pass auf! Hinter dir kommt ein Fahrzeug. Oh je, der Jeep hat Lifty mit Matsch bespritzt. Er ist ganz schmutzig. Ui. Sei nicht traurig, Lifty. Du siehst irgendwie lustig aus. Aber Leo kann dich ja waschen. Hast du Lust? Bring das Obst zu deinem Verkaufsstand und dann komm zur Waschanlage. Leo wird jetzt die Waschanlage bauen. Und hier sind die Teile dafür. Das sind kleine Räder. Sie werden sich auf den Schienen vorwärts und rückwärts bewegen. Zwei Stützen. Und dieses Teil kommt oben drauf. Das ist der Sprühmechanismus. Diese beiden Bürsten werden Lifty an der Seite waschen. Diese Bürste wird die Dächer der Fahrzeuge waschen. Das ist der Startknopf. Oh, was haben die Roboter denn mitgebracht? Lichter. Die werden leuchten, wenn die Waschanlage in Betrieb ist. Um die Fahrzeuge zu waschen, brauchen wir auch Wasser. Aha, hier müssen wir den Schlauch anschließen. Leo, weißt du, wo wir einen Schlauch finden können? Lass uns zu Lifty gehen. Lifty, hast du einen Schlauch? Oh. Hier ist einer. Der blaue Roboter nimmt den Schlauch.
Und der rote Roboter nimmt den Eimer. Was er damit wohl vorhat? Los, jetzt gehen wir dich waschen. Das eine Ende des Schlauches schließen wir an den Hydranten an und das andere an die Waschanlage. Jetzt müsste alles funktionieren. Lifty, rein mit dir. Jetzt drücken wir den Startknopf. Prima, der Sprühmechanismus funktioniert. Die Bürsten drehen sich und die Räder rollen auf den Schienen. Lifty ist wieder sauber. Klasse! Leo, da hast du aber eine tolle Waschanlage gebaut. Ich frage mich, was wir beim nächsten Mal bauen werden. Leo Junior. Drei Autos fahren die Straße entlang. Blau, gelb, rot. Das ist ein Motorroller. Und das ein Jeep. Sie fahren ein Rennen. Der Jeep scheint schneller zu sein. Aber der Motorroller hat ihn wieder überholt. Das ist Lifty. Er transportiert eine Kiste. Lifty, gleich musst du über eine Brücke fahren. Vorsichtig. Autsch, der Jeep hat Lifty angerempelt und die Kiste ist ins Wasser gefallen. Und was jetzt? Hallo Leo. Weißt du, wie wir die Kiste aus dem Bach bekommen? Schaut mal, Leo hat neue Teile in seinem Ladekasten. Das scheint das Gehäuse eines U-Bootes zu sein. Die Ruder befestigen wir am hinteren Teil des U-Bootes. Und obendrauf kommt der Kontrollturm. Jetzt die Bullaugen. Drei an jede Seite. Und eine Nase aus Glas. Das ist der Propeller. Mit seiner Hilfe kann sich das U-Boot unter Wasser vorwärts bewegen. Hier haben wir einen Greifarm. Damit können wir die Kiste aufheben. Wir sind fast fertig. Jetzt müssen wir noch das Periskop finden. Ein Periskop ist eine Art Seerohr. Wenn ein U-Boot untertaucht, kann es mit Hilfe des Periskops sehen, was über Wasser vor sich geht. Leo, schau genau hin. Welches ist das Periskop? Schaufel? Rad? Richtig, das ist das Periskop.
Jetzt ist das U-Boot fertig. Der große Kran wird das U-Boot für uns ins Wasser setzen. Sei nicht traurig, Lefty. Wir werden deine Kiste aus dem Wasser holen. Das U-Boot taucht unter. Schaut mal, da ist die Kiste ja. Der Greifarm hebt sie auf. Lefty, hier ist deine Kiste. Vielen Dank, Leo. Bis bald. Ich frage mich, was wohl in Liftys Kiste war. Leo Junior. Scoop der Bagger spielt auf dem Spielplatz mit seinem Ball. Schaut mal, wie hoch er ihn werfen kann. Pass auf, wenn der Ball zu weit wegfliegt, findest du ihn vielleicht nicht mehr. Oh, die kleinen Roboter haben sich den Ball geschnappt und machen sich damit aus dem Staub. Ich glaube, Scoop ist sauer. Und da kommt Leo Junior. Hallo, Leo. Oh. Leo, wo fährst du denn hin? Nach Hause. Leo hat etwas in seinem Ladekasten. Mal sehen, was wir hier haben. Boden. Gestelle. Heizstäbe. Gehäuse. Deckel. Drückhebel. Und Stufenregler. Wisst ihr inzwischen auch, was das ist? Das ist ein Toaster. Damit kann man Brot rösten. Leo, du musst von Lefty Brot holen. Oh, die kleinen Roboter sind immer noch frech. Schnapp sie dir, Scoop. Hallo, Lefty. Kann Leo von dir Brot haben? Leo, weißt du, welches das Brot ist? Richtig. Oh, was macht der Ball denn hier? Den bringen wir Scoop. Scoop, wir haben deinen Ball gefunden.
Scoop freut sich. Dankeschön. Leo, Lifty, wollen wir jetzt den Toaster ausprobieren? Wir brauchen 2 dünne Brotscheiben. Die kommen jetzt in den Toaster. Es klingelt an der Tür. Wer das wohl ist? Es ist Scoop. Er hat Marmelade mitgebracht. Erdbeermarmelade. Die Toasts sind fertig. Jetzt noch Marmelade drauf. Lecker! Guten Appetit!